Wusstet ihr schon, dass unser erstgenannter Hauptcharakter Yuka ursprünglich ein Tiger sein sollte? Hier mal ein paar Konzeptarts aus dem offiziellen Manual. Je nachdem, wie viele damals auf Kickstarter gespendet habt, bekamt ihr entweder die digitale oder eben die Print-Version davon. Und ja, wirklich sehr interessanter Stuff dabei unter den Konzeptzeichnungen. Ich bin besonders ein Fan von den ganzen Entwürfen von Dr. Quack, den wir im letzten Part mit dem Quiz ausführlich gesehen haben. Na, welche dieser Dr. Quack-Entwürfe wäre euer Favorit? Da haben sie sich, waren sich am meisten unschlüssig, ne? Der letzte Schurke, den ihr erledigt habt, war der Angestellte des Monats Februar. Er ist tief gefallen. Wie bitte? Das ist aber jetzt schon seit dem letzten Part her gewesen, bevor du das gesagt hast. Okay, aber ich habe das Gefühl, manche waren sich ziemlich schlüssig, wie sie aussehen sollten. Capital B und ich muss auch sagen, Yuka. Ja, die waren schnell entworfen. So, im letzten Part sind wir hier auf der Oberwelt ja reingegangen mit dem Eisschalter. Schön und gut. Da ging es in der Bücherei erstmal nicht weiter. Da brauchen wir einen Move, dass wir unter Wasser Schalter betätigen können. Aber hier, das habe ich nicht gesehen. Trouser! Hi, altes Haus. Oh, meine guten Kumpels. Ihr könnt von meinen fantastischen Angeboten nicht lassen. Was? Nein, du blockierst den Weg zur nächsten Welt. Ach, er hilft uns doch nur. Naja, ihr braucht sicher einen meiner erstklassigen Tricks, um diese Kluft zu überwinden. Und weil ihr mir helft, meinen Umsatz in den Stumblock-Tropen zu steigern, ist es für euch kostenfrei. Nun, wenn es umsonst ist. Hieß es doch, dass wir in der Oberwelt alles gratis bekommen. Dieser nächste Trick wird unserer lila Freundin ermöglichen, durch den Himmel zu gleiten, wenn X gehalten wird. Spring einfach mit X in die Luft. Drücke und halte dann X ein zweites Mal, um zu gleiten. Das klingt nützlich. Ich hoffe, du bist der Aufgabe gewachsen, Layli. Ich habe ausgiebig gefrühstückt. So, schwerer Magen, schwerer Yuka. Kein Problem, diese Flügel sind stärker, als sie aussehen. Das glaube ich sogar, müssen sie. Super, sucht mich später in der Bücherei auf. Ich habe da noch ein inoffizielles Angebot für euch. Ernsthaft? Aber er war doch gar nicht da. Ja, endlich! Woo! Das hat gefehlt. Ich sag mal so. Für mich ist das ein Spiral Mountain Move, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Was haben wir denn hier? Dann ist das in der Bücherei eigentlich der Weg zur... Ja, ich gucke jetzt trotzdem mal. Ich bin neugierig. Kann ja sein, dass er erst dort auftaucht, wenn wir diesen Move an uns genommen haben. Wir können echt weit fliegen, ne? Starke Flügel, fürwahr. Da kann sich Kisui definitiv eine Scheibe abschneiden. Nee, vielleicht bekommen wir jetzt ja schon den Move, wo wir das aufmachen können. Wobei das halt wirklich anscheinend eher zur dritten Welt führen würde. Na, wollen wir doch mal sehen. Archiv. Ich glaube, der steht dann wirklich hier. Deswegen ist da dieser Leuchtreklame-Pfeil, ne? Also hier waren wir im letzten Part, haben auch dieses in Anführungsstrichen Rätsel gelöst. Aber wir sehen es hier. Wir können hinschwimmen, aber keine Schalter betätigen. Ich frage mich eh, wie machen wir das unter Wasser? Wie soll das funktionieren? Granateneier. Was anderes fällt mir nicht ein. Oder der Schwerkraft trotzen. Ich habe schon mitbekommen, es hätte auch andere Bären gegeben in den Stammblock-Tropen, wo es so windig war, wo die Typen einen runterpusten wollten. Das habe ich auch irgendwie so hinbekommen. Aber da waren eigentlich Blumen, die uns zu Metall verwandeln. So Metal Mario-mäßig. Vielleicht sogar... kann ich das jetzt zeigen? Nicht Blumen, das sind diese... Ach, die kann ich noch nicht verwenden. Oder was ich dachte? Weil da ist es auch windig. Hier so. Das ist aber sehr knapp, liebe Freunde. Ich glaube fast sogar, das können wir problemlos hinkriegen. Lol. Wie wir hier wieder spawnen. Telefon! Mit deinem Nokia 1.
Ist ja nicht mehr das Nokia 3310, der hat ja ein Handy aus dem Jahr, ja, 1997. Aber da steht noch nicht mal dran, weißt du? In Banjo Kazooie, da kam da immer, du kannst mich noch nicht benutzen, suche erst Bottles. Das steht hier halt einfach nicht. Das kann ich mir schnappen und grabben. Ah doch, da ich ja schon weiß, dass die zweite... Was ist hier? Ui, kann ich das einfrieren vielleicht? Deswegen ist Reflexe wie ein überfahrenes Eichhörnchen und gleich ist die Fähigkeit weg. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Soll ich das einfrieren? Ach, Versuch macht klug, Leute. So. Wusstet ihr, dass eure Dummheit von Welt zu Welt um 80% zugenommen hat? Ich liebe Statistiken. Komm, einmal noch. Ich das nicht glaube. Damit hat das nichts zu tun. Krasses Timing, oder was? Oh Mann! Von hier ist vielleicht noch einfacher. Hm. Wir sehen es nur nicht. Hehe! Rein kann ich nicht wirklich. Wie auch immer das funktionieren soll. Egal. Ist mir nur recht. Her mit den Pages. Gern auch mal einfach so eins, ich will nicht sagen geschenkt, aber ohne 1000 Aufgaben. Fand ich zum Beispiel in Banjo-Tooie ein bisschen, naja, da steckte hinter jedem Puzzleteil eine riesen Challenge, deswegen gab es auch nur 90. Und in Banjo-Kazooie, da liegt vor allen Dingen in Welt 1, da liegt eins im Auge des Schädels. Eines einfach bei der Stonehenge. Tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht, aber ist meine Büroeinrichtung nicht einfach himmlisch? Ups. Aha. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Dir gehe ich besser aus dem Weg. Was hängt denn da für eine rote Frucht? Ich wollte ihn bashen, ne? Wohin führt das hier wohl? Kann ich nicht überrollen ohne weiteres? Aber benebeln. Ich soll ja 10 Gegner benebeln, damit ich für ein so ein Tonikum freischalten kann. Also ich wette, der Weg geht hier weiter. In weitere Welten. Weil ich das bei dem Museum auch so gedacht hätte. Ah, der nächste Großwälzer. Ich sollte mich mal hier so ein bisschen mehr umschauen. Nicht da hoch vielleicht? Da war ja was Rotes in der Nähe. Vielleicht kriege ich so eine Brennfrucht. Wobei, das gibt's ja schon. Wir können es dann schmelzen. Jetzt mal ehrlich, was ist mit der Nase der Fledermaus los? Ich kenne einen guten Chirurgen. Ihr braucht 3 von uns Pages, um diese Welt freizuschalten. Möchtet ihr den Glitzer-Frostgletscher freischalten? Ja, sowas von. 3 Stück nur? Ist ja lüt. Dafür, dass wir die andere Welt schon erweitert haben, ne? Aber ist okay, lieber Leuten mit weniger Skill auch Zugang zum weiteren Spiel ermöglichen. Nicht vergessen, ihr könnt diese Welt erweitern, sobald ihr 5 Pages gefunden habt. Stellt euch einfach auf den Großwälzer-Schalter, wenn ihr bereit seid. Wie ich höre, verhilft die erweiterte Version des Glitzer-Frostgletschers zu einer anderen Perspektive. Ich bin mir unsicher, wir haben ja genug, wir könnten es direkt erweitern, aber die wollen, dass wir erstmal reingehen, ne? Kein Plan! Verschaffen wir uns erstmal einen groben Überblick. Es ist halt immer noch die Frage, sollten wir das schnellstmöglichst tun, die Welt erweitern oder erstmal alles abchecken? Schulterzuck. Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, das ist, damit du nicht sofort erschlagen bist von der Größe der Welten, weil das sind wir ja sowieso schon. Deswegen gucke ich mir das erst einmal so an. Wie wir direkt in der wunderbaren Eishöhle beginnen. Ich fand die Eishöhle in Tooie auch sehr nice. Generell mag Rare Playtonic Eiswelten. Ja. Ist mir aufgefallen. Immer fleißig vertreten. Ich hätte mal eine Umfrage auf Twitter gemacht, welches euer Lieblings-Sammel-3D-Jump'n'Run ist.
Wenn ich es nicht vergesse, dann hier das Ergebnis. Gut, Mario 64 über alles. Das Original war auch zuerst da, also revolutionär auf jeden Fall. Gefolgt von Banjo-Kazooie und naja, Tui und Donkey Kong 64 da auch ein bisschen abgeschlagen. Aber alles geile Spiele, ne? Man konnte halt nur eins auswählen. Ich hätte Banjo-Kazooie ausgewählt. Knapp vor Mario 64. Hier unten ist nichts, ne? Bitte auch mit dem Knopf. Hätte man auch gesehen, aber... Ja, das Schwimmen. Die Schwimmsteuerung, da muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Das funktioniert nicht so ohne weiteres. Dann mit Anlauf oder Ansprung. Hau ruck! Tschüss, Mann. Das ist einer dieser Geister, aber er brennt sogar. Jedenfalls ist er uns nicht böse gesinnt. Die neuen Jinjos. Aha, du bist da. Aber die hat eh nichts für uns. Ich red mal mit ihr, okay. Hey, Kinder, seid ihr bereit, ein neues Tonikum anzulegen? Nee, Bastjo, ich muss erstmal was tun. 10 Gegner betäuben. Was ein little bit lame ist, aber okay, wir machen das. Guck mal, Augen. Das funktioniert echt bei jedem. Hm. Sollte ich mir im Hinterkopf behalten, dass es geht. So was Episches drin. Was zum... Wir haben das ja schon mit dem Gegner gesehen bei Shovel Knight. Oben auf dem Berg vom Shovel Knight. Irgendwas ist mit der Physik nicht in Ordnung. Aber generell solltet ihr den Entwicklern von Playtonic Games nicht böse sein. Weil ja schon, ich sag mal, kritischere... Was? Yooka, laber doch. Ist ihm wahrscheinlich zu kalt, wie auch immer das sein kann. Also so einen großen Unterschied soll es nicht geben. Niemals vergessen, weil manche sagen, oh, ist ja gar nicht so toll wie Banjo. Leute, die Entwickler, es ist noch ein relativ kleines Team, vergleichsweise zu heute. Und sie haben schon ewige Jahre... oder viele, nichts mehr wirklich entwickelt. Müssen sich in einer komplett neuen Generation wieder zurechtfinden und machen das alles, ich will fast sagen, hobbymäßig. Man spricht ja immer noch von einem Indie-Game. Dass es jetzt kein 99% Metascore hat, ist mir auch klar. Aber wir können doch froh sein, dass es das gibt. Weil das mich eben keine unsichtbare Mauer davon abgehalten hat, irgendwo hinzugehen. Trouser ist wieder da! Ich kriege einen neuen Move. Oder vielleicht sogar mehrere, wenn ich genug Federn habe. Willkommen, schön euch zu sehen. Wie gefällt euch das neue Büro? Alter. Schlecht, du hast nicht mal ein Dach überm Kopf. Ach ja, Trouser GmbH entschuldigt sich für eventuelle Unannehmlichkeiten während der Renovierung unserer Geschäftsräume. Bevor ich euch unsere neuesten atemberaubenden Manöver präsentiere, möchte ich euch eine Tasse Tee anbieten oder lieber Kaffee oder einen Piratenfilm? Nein, danke, Trouser. Wir sind heute nur an den Tricks interessiert. Moment, Yooka. Was für Filme hat er denn? Piratenfilme. Ausverkauft? Moment, das sind immer noch dieselben? Ach, hier geht's weiter! Also steht immer dasselbe da, ich konnte in Welt 1 nur noch nicht runterscrollen. Dann ist gut. Ich kann mir beide gönnen, denn ich habe 82 Federn und brauche 80. Schlürfstatus. Absorbiere die Energie verschmauster Objekte. Kann ich Energie wiederherstellen, wenn ich... Ich guck mal. Erste Wahl. Bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Jo. Der nächste Trick ist in mindestens 3 modernen Spielgenres verboten. Verboten sogar. Hat der Trick mit der Qualitätssicherung zu tun? Natürlich nicht. Alle Inhalte, uiuiui, das Schreibfeder, wurden gründlich und gewissenhaft überprüft. Warum? 2 Rechtschreibfehler. Mhm. Wie dem auch sei, es mir aufgefallen, dass die Zunge meines grünen Freundes nicht ganz so spektakulär ist, wie sie sein sollte.
Mit dem Upgrade wird dein Schlürfen sehr verbessert, sodass du Eigenschaften deines Essens absorbieren kannst. Klingt cool, Trouser. Was für Eigenschaften kann ich absorbieren? Feuer, klebriger Honig und so weiter. Schau im Internet nach. Wahrscheinlich gibt es da eine Liste. Das ist wahrscheinlich sogar noch richtig. Also ernsthaft. Verschmorste Objekte. Objekte. Aber ich denke, der redet davon, diesen... Aber wahrscheinlich diese... So ein rotes Ding, so eine Frucht, wie ich gesehen habe. Nicht nur so die kleinen Beeren, sondern die großen. Ach, keine Ahnung. Ich habe meine Zunge verbessert, Ende. Du wirst das hier brauchen, um meinen Hochsprungrekord nahe zu kommen. Erste Wahl, bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Dieser nächste Trick ist bedeutend, falls ihr Yetrosas beeindruckende sportliche Rekorde brechen wollt. Ich glaube nicht, dass uns das große Probleme bereiten wird. Mit dem Echsenhüpfer kannst du wahnsinnig hochspringen. Halte einfach L2 und drücke X, um zu springen. Aha. Salto Volante. Das klingt hilfreich. Danke, Trouser. Kein Problem. Und jetzt muss ich los. In Anerkennung meiner kommerziellen Leistungen wird eine Straße nach mir benannt. Aber sicher doch. Aber echt? Der hat ein altes Gammelhandy gefunden und... Ihr geht schon. Kommt bald wieder. Sorry, wichtiger Anruf. Ich muss dran gehen. Der fühlt sich nur Fame, weißt du? Er hat was von einem YouTuber. Er fühlt sich nur Fame. Sein Design ist auch cool. Das entstand irgendwie eine Billigzeichnung. Ich habe, wie ich es verstanden habe, von irgendwem eine Schlange in der Hose, nur durch ein Bein. Und am Ende war eine Stinkesocke dran. Und das haben sie als Grundlage für Trouser genommen. Ist klar. Ich kann jetzt nicht wirklich erkennen, dass es besser wäre, aber hier... Oh yeah! Vor allen Dingen in Kombination. Das wird uns weiterbringen. Yeah! Gut, es gibt ja nur 5 große Welten, wie ich verstanden habe. Soll das alles sein? Sehen wir nichts. Erst nicht gesehen. Ich denke mal schon, dass die zusammenhängen. Muss ich wohl Stoff geben. Der richtige Moment wäre es aber auch gewesen. Ich glaube, es macht weniger Sinn, jetzt nochmal losdüsen zu wollen. Wo geht's da weiter? Einfach wieder hier hin. Mhm. Ich wollte halt hektisch werden wegen, naja, weil ich es nicht geschnallt habe. So, wir beobachten das mal, wenn die Zeit abläuft. Definitiv. Simpel wie die Nacht, aber ja, das ist schön, so wird's gemacht. Wie hektisch einfach versucht abzuspringen ohne Sinn und Verstand. Hallo? Das gab's in Welt 1 auch, das hat man schon in den ersten Trailern bewundern dürfen, nur... Ich hatte es anscheinend nicht gefunden. Holen wir nach! 100%, Leute! Was denn sonst, ne? Man sieht doch schon, wo die nächsten spawnen. Das ist ganz gut. Ein, ich möchte sagen, wohlverdientes Pagey. Nee, war nicht schwer. Ich freue mich. Wir könnten da weiter, aber ich möchte, glaube ich, den Weg weitergehen. Die Welt ist schon viel besser auf... Also viel... Dankeschön. Übersichtlicher aufgebaut. Als die erste Welt. Da habe ich wirklich ein bisschen nicht so gefeiert, dass man da viele Wege hat. Hier. Gut, da geht auch viel ab, sag ich mal. Da geht auch viel ab. Moment. Ach, hier kann man rein. Soll ich hier erstmal rein dackeln? Let's do this. Kristalline Höhle. Kristalline. Klingt wie ein Mädchenname. Auf der Kiste funktioniert es nicht. Interessant.
böser Kistengegner. So. Ah ja. Dann lass mich nur mal gucken. Da hinten sind die großen, die muss ich da wohl aktivieren. Mitte, vorne, hinten. Links, rechts. Mitte, vorne, hinten, links, rechts. Das reicht mir. Mitte, ich brauche wahrscheinlich die Frucht, die da ist. Die Beere. Die Blume. Keine Ahnung. Langsam geht mir die Energie aus. Ihr geht mir auf den Türsenkel. Mitte. Hinten. Das scheint nicht der Weg zu sein. Also ich weiß. Glaube zu wissen, was die wollen. Gibt es hier noch andere Blumen? Muss man die vielleicht sogar in der Reihenfolge... Wer ist er denn? Da gucke ich gleich mal. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder vielleicht genau das. Wir wollen es ja nicht auftauen, wir wollen es ja eineisen, oder? Aber nee. Vielleicht auf andere? Vielleicht sind die Farben... die da angezeigt werden. Aber was wäre dann grün und rot? Ich weiß, dass ich das wiedergeben soll. Ich weiß noch nicht, wie. Was sie verlangen. Vielleicht wird sich das noch weisen. Oder ich stehe gepflegt auf dem Schlauch. Das kann natürlich auch sein. Wir haben jetzt nicht so irgendwie so viele Moves, dass ich wahnsinnig viel ausprobieren könnte. Der Ort ist ja sowieso relativ nah, deswegen hoffe ich, dass ich da bald mehr weiß. Wir kommen eh wieder dran vorbei. Ein Windstoß ist gekommen, hat mir den Hut genommen. Ja, das war doch mal kurz und passend erklärt. Er will seinen Hut wieder. So ein Pagey als Belohnung, das hätte was. Ja, nicht die allergrößte Innovation, aber ein Anfang. Da geht's wieder raus. Ich werde die kristalline Höhle erstmal weiter erkunden. Was? Zu rutschig für euch? Oh, das müssen wir auch irgendwie upgraden. Oder dass wir auf eisglattem Zeug laufen können. Mahlzeit. Wo kommen wir denn hier wieder raus? Es ist halt recht schwierig, sich alles immer zu merken. So, wir sind hier am Rand der Welt, kann das sein? Das sage ich dir aber. Da geht's tief runter. Gerade deswegen wäre das hier gar kein so schlechtes Versteck für irgendetwas. Nein? Bloß vorsichtig. Also weihnachtlich ist das Ganze hier nicht. Es ist einfach nur winterlich. Weil der Freeze Easy Peak, der war ziemlich weihnachtlich, würde ich sagen. Ernsthaft? Ja, ich war zu unvorsichtig. I'm sorry. So, aus der Höhle raus. Ich würde mich ehrlich gesagt auch fragen, wo sind wir denn jetzt, wenn ich mal schaue? Okay, da hinten kamen wir in die Höhle rein. Eigentlich waren wir hier schon so ziemlich. Die Welt ist übersichtlich. Das gibt mir Hoffnung. Wäre jede Welt so unübersichtlich wie die erste, finde ich zumindest. Es geht natürlich. Aber wie wir schlittern, ey. Steuerung, ein bisschen special, ist in Ordnung. Nicht schlimm. Hält sich alles in Grenzen. Ich schätze, ins Eiswasser sollen wir auch nicht. Hier ist zu kalt.
Nein? Doch, dürfen wir? Da sind auch Federn, aber auch Gegner. Eine einsame Feder? Nee. Das sind mehrere. Die kralle ich mir erstmal. Gut. Ups, das, ne? Ja, die Art und Weise, wie man hier steuert. Neu. Aber ganz gut. Kann man sich drüber streiten, ob das Klassische besser wäre oder nicht. Ui, da haben wir auch noch eine Höhle. Die man nur über Unterwasser erreichen kann. Es gibt zwar bessere Verstecke, aber die sehe ich jetzt auch erst auf dem zweiten Blick. Wollen wir doch mal sehen, was hier drin ist, ha? Hoffentlich nicht die ganze Höhle überflutet. Nee, ganz und gar nicht. Sieht das geil aus hier. Die Zwielichtsteingrotte gibt's im nächsten Part. Ja, Freunde, so ist es halt. Ist der Daumen oben, werd ich euch loben. Bis dann und ciao.